Migration ist ein Problem und es ist kein neues Problem. Leute, seit mindestens 8 Jahren, seit 2015, ist das Problem so dick und fett und groß auf dem Tisch. Vorher war es auch schon da, aber eben nicht in dieser Dringlichkeit. Aber jetzt hat man das Problem plötzlich entdeckt und alle reden, dass es doch geregelt und gesteuert werden müsste. Vorneweg unsere gottbegnadete Innenministerin, die tatsächlich gesagt hat, es sei doch eigentlich alles in Ordnung, es gebe keine Pull-Faktoren, also nichts, das die Migranten veranlasst, in die Bundesrepublik zu kommen. Und eigentlich sei sie dabei, alles gut zu regeln und zu steuern. Und dann kam die Megapointe, als sie sagte, sie sei in den letzten Wochen vor allem damit beschäftigt gewesen, das Schlepperunwesen zu bekämpfen. Und wie erfolgreich sie das Schlepperunwesen bekämpft hat, kann man jeden Abend in der Tagesschau sehen, wenn die vielen kleinen Boote gezeigt werden, die in Lampedusa ankommen. Die stehen da Schlange, wie Perlen auf einer Kette. So stellt sich Frau Faeser die Bekämpfung des Schlepperunwesens vor. Und dann gibt es so Kleinigkeiten, die zum Beispiel die Regierungschefin von Italien furchtbar aufregen, Frau Meloni, nämlich, dass die Bundesregierung die Seenotschiffe subventioniert. Die kriegen Geld für das Einsammeln von Flüchtlingen, die vermutlich auch deswegen zu Flüchtlingen geworden sind, weil sie wissen, dass sie auf dem Meer von einem deutschen Rettungsschiff eingesammelt werden. Wenn das nicht Schleppertum auf evangelikaler Grundlage ist, was ist es dann? Was ist es dann? Natürlich gibt es Pull-Faktoren. Natürlich werden die Leute ermutigt, sich auf den Weg zu machen. Natürlich kann ich die Leute verstehen, die sich auf den Weg machen. Sie wollen einfach ein besseres Leben. Das ist vollkommen legitim. Aber eins muss doch unseren Damen und Herren in der Verantwortung der Regierungsebene inzwischen klar sein. Die Migration vernichtet die Grundlagen, deren wegen die Migranten nach Deutschland kommen. Also sie kommen wegen Sozialleistungen, völlig in Ordnung. Sie kommen, weil die Lebensvoraussetzungen hier besser sind. Immer noch ein besseres Kranken- und Gesundheitssystem als in Nigeria. Das ist alles okay, das ist alles legitim. Aber diese massive Zuwanderung macht dieses durchaus noch einigermaßen intaktes System kaputt. Dieses Sozialsystem kann nur funktionieren innerhalb bestimmter Parameter. So wie man in einen Intercity-Waggon 80 bis 100 Leute unterbringen kann. 1000 Leute passen nicht in einen Intercity-Waggon. Man gefährdet die Fahrt und die Leute und alles Mögliche. Und das gilt auch für die Migration. Die Gründe für die Migration sind ein einigermaßen geordnetes Leben, soziale Versorgung. Und dieses System wird durch Überlastung kaputt gemacht. Das heißt, die Migration, nicht absichtlich, nicht vorsätzlich, aber qua Masse vernichtet das, weswegen die Migranten herkommen. So einfach ist es. Dazu muss man nicht lange Volkswirtschaft und Parapsychologie studiert haben. Sowas versteht sich von allein. Nun ist es ja nicht so, dass die Bundesregierung nichts tut. Sie ist zumindest aufgewacht nach einem langen Schlaf von 8 bis etwa 18 Jahren. So lange kann man die Migrationsproblematik zurückverfolgen. Und jetzt sagt uns die Bundesregierung nicht nur, wir haben alles im Griff, sie sagt nur, wir müssen die Debatte auf eine anständige, faire und produktive Weise führen. Und es dürfen natürlich keine Meinungen zum Zuge und zu Worte kommen, die weitgehende Meinung der Regierung widersprechen. Das ist Kindergarten, was wir gerade erleben. Das ist wirklich Kindergarten. Ein Kindergarten buchstäblich, in dem das Wasser kontaminiert ist, die Heizung nicht funktioniert, der Putz von den Decken bröselt, die Türen nicht schließen und was auch noch. Und da kommt der Hausmeister und sagt, das Wichtigste ist, wir bleiben ruhig und fair zueinander.